ist eine sehr komplexe Frage, wie viel Zeit haben Sie? Jetzt geht's endlich los. Ja, mit unserem neuen Magazin 1. Wir sehen, dass immer mehr Leute, wenn sie von der Arbeit heimkommen, den Fernseher aufschalten. Also die Zahl der Menschen, die um diese Uhrzeit vor dem Fernseher sitzen, die ist gewachsen und die wollen wir abholen. Mit einem frischen Informationsangebot auf Augenhöhe. Und das mit der Augenhöhe nehmen wir sogar so wörtlich. Da wird es eine Rubrik geben, da bekommt jemand eine 360-Grad-Kamera umgeschnallt und wir bilden dann die Lebenswelt dieser Person aus deren Blickwinkel ab. Also da ist die Augenhöhe wirklich im wahrsten Sinn des Wortes wörtlich genommen auf den Bildschirm gebracht. Da werden wir einmal einen Sportler begleiten, einmal werden wir eine Frau begleiten, die sich vor ihrem Ex-Mann, der sie bedroht und stalkt, fürchtet. Also da zeigen wir Lebenswelten sehr unmittelbar auf Augenhöhe her. Wir haben die Sendung bewusst in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil wollen wir das wichtigste Thema des Tages aufgreifen. Davor ist die ZIP um 18 Uhr, die bringt die News. Und dann gehen wir in die Tiefe. Und der zweite Teil sind Themen, die wir langfristig verfolgen, die wir setzen wollen. Was ist aus der Ankündigung der Politik von vor einem halben Jahr? Was ist da draus geworden? Ist da was geschehen? Ist da nichts geschehen? Und im dritten Teil, nach uns sind ja wieder Serien, wollen wir mit einem Augenzwinkern schon wieder etwas leichter werden. Und da haben wir uns Rubriken ausgedacht vom bundesdeutschen Redakteur, der bei uns arbeitet und sich typisch Österreichisches anschaut. Welt aus Welten wird das heißen. Oder wir schauen den Politikern genau auf die Lippen, wenn sie Wording mit Framing, all diese Begriffe mit gesteuerter politischer Kommunikation, wie das funktioniert, das wollen wir in humorvoller Art und Weise analysieren, kommentieren und uns auf den Schirm bringen. Ich bin jetzt schon einige Jahre im Geschäft und finde, dass die Begehrlichkeiten und Wünsche eigentlich immer relativ ähnlich gelagert sind. Nämlich, Gerd Bacher hat das, glaube ich, mal gesagt, die Parteien wollen vor allem eins im ORF gut vorkommen. Das ist so, das gehört zum Geschäft und wir wissen uns zu wehren und wenn man seinen Job und seine Arbeit gerade macht, dann funktioniert das auch. Das ist meine Erfahrung. Das war als Redakteur so und das ist jetzt in der neuen Funktion auch so. Wir bereiten Informationen so auf, dass sie Orientierung bietet, in die Tiefe geht und die Vielfalt abbildet, die uns ausmacht. Das ist das neue Magazin 1. Ab Montag, 18:10 Uhr, ORF 1. Jetzt geht's endlich los!